Metallic Madness! Willkommen zurück zu Sonic Mania Plus. In der letzten Folge haben wir uns einmal über die Movie Sonic Geschichte unterhalten und haben alle Chaos Emeralds jetzt komplett. Ja, richtig gehört, in der letzten Folge haben die letzten zwei noch gesammelt. Den hellblauen und den roten. Alter, war das ein Aufwand für mich. Jetzt können wir uns eigentlich nur noch zurücklehnen, mit Super Sonic noch den Rest erledigen, weil, ja, denn eigentlich haben wir ja jetzt die Mission soweit erfüllt, dass wir auch dann die Secret Zone vielleicht auch sehen können. Und ich sag's immer wieder, die Secret Zone, wirklich, also, eigentlich will ich's ja nicht verraten, aber es ist sowieso schon so bekannt, da muss ich nichts zu sagen, ne. So, Metallic Madness. Erster Auftritt 1993 bei Sonic CD und ja. Das war jetzt nicht wert, aber egal. Ja, Thema der gesamten Sache, wie es auch auf Deutsch heißt, metallischer Wahnsinn. Ich meine, Wahnsinn ist es halt immer. Aber Wahnsinn im Sinne vom Negativen. Ich kenne mal aus der Scrap Brain Zone, aus Sonic 1 und ich wurde zerquetscht. Haha. Witzig, nicht wahr? Ich liebe es. Dann gehen wir doch lieber runter. Ich mache das immer, wenn ich diese obere Kante nicht schaffe, dann... Und für zu, ich mach den anderen weh. Ja, Metallic Madness, ne? Der Wahnsinn pur. Ey, ich bin auch immer irgendwie dumm, weißt du? Ich gerate immer in diese Ecke rein. So als wenn das so ein bestimmter Teil von, ein bestimmtes Teil von mir ist. Los und was mache ich hier eigentlich? Das frage ich jetzt euch. So, was mache ich hier eigentlich? Es ist einfach ein Leben, wo ich einfach nur reinsteige. Nein, diesmal mache ich nicht nochmal den Fehler von eben. Ja, jetzt hat er aufgepasst, ne? So, und wir sind auf einmal ganz schön, ein paar Pixel sehen wir aus. Weil es halt Pixelart ist. So, wo ist der andere Weg hier? Nein. Ach, da geht's. Doch, geht's doch, ne? Ach nee, geht's nicht, scheiße. Ja, da habe ich mich wohl verrechnet, ne? Jetzt war noch eine Special Stage gegeben, irgendwo weit oben. Ich weiß aber nicht genau mehr, wo die war. Aber das wäre dann, glaube ich, auch die letzte gewesen, weil... Metallic Madness halt, ne? Das ist sozusagen die Zone vor der letzten auch. Das sind dann insgesamt 12, ne? Die Dinger hasse ich auch. Aus Sonic 1 hätte ich schon. So, jetzt. So. Ja. Da geht's ja nicht mehr raus, finde ich. Heißt, ich muss halt irgendwie auch mal versuchen, so glatt. Jetzt kommen wir einfach nur in brutale Stelle mit Stacheln. Sag mal. Was ist falsch mit euch? Ich merke, ihr haltet euch immer für lustig, aber manchmal ist es auch gut, Sega. Spaß muss sein, aber man soll den Spaß nicht übertreiben. Hier, Fun is Infinite, ne? Hahaha, da lache ich mir schon tot. Dann komme ich hier hoch. Ja, und ich habe hier jetzt auch schon bald Schluss.
Den sammle ich auch noch ein. Was ist das denn hier? Ach, dich kennen wir doch, ne? Ja, Sonic 1 Final Boss. Und die Elektrokacke ist immer noch da. Ja. Alter, die Elektrokacke. Oh Gott, ich liebe diesen Boss einfach überhaupt. Ich hasse den. Aber bleibt jetzt hier immer nur noch auf dieser Ecke, weil dann bin ich ein bisschen enttäuscht, du. Ah, hab ich doch gesehen, ne? Jetzt bin ich... Ich bin nicht dumm. Aha. Boah, wie war das knapp, du. Oh, das ist echt wild, ja. Und das schaffe ich jetzt noch, ne? Komm, letzter Hit. Ja, guck doch. Ah, siehst du, ne? Was der Sonic-Typ alles so drauf hat, ne? Herr Wolf hat auch gelernt, wie man Sonic spielt. So. Act 2 sieht für mich aus wie das Bad Future Look. Da habe ich auch nichts anderes zu meckern, ne? Also manchmal verstehe ich auch den Levelaufbau hier nicht. Ob das hier sein soll. Ja, hast du echt nicht gesehen, ne? Der ist echt. Ich spiel echt versteckt mit dir. Ja, ein bisschen Codering leicht überlastet, aber come on. Das stört mich jetzt auch nicht mehr. Also ich. Ah, oh, wie süß. Chibi Sonic! Ja, der heißt Chibi Sonic, weil das ja so eine Mini-Version. Ich glaube, Chibi, das ist so ein japanisches Wort für kleines Kind oder so. Ich weiß grad nicht genau, aber auswendig. Aber Chibi ist halt auch so ein bestimmtes japanisches Wort, was so eine besondere Ehre auch verdient. Ich meine, mal gucken, wie klein der ist. Der süße kleine Sonic, ne? Oh, den mag ich. Sieht ein bisschen aus wie so ein kleines Baby, ne? Würde ich jetzt echt meinen, wenn ich nicht wüsste, was das ist, würde ich einfach sagen, guck mal, das ist Baby Sonic, ne? Und dann würdest du einfach mal sehen, ja. Auch wenn du sagst so, das ist nicht Baby Sonic, das ist Chibi Sonic. Dann wird der erstmal so richtig traurig. Komm, machen wir nochmal Super Sonic an, ne? Ja, komm. Wir wollen doch die Level jetzt. Oh, erstmal gucken. Oh, wie süß. Sogar die Super-Version sieht süß aus. Zwar wie der normale Sonic, aber recht niedlich aufgebaut. Hier runter. Boah, jetzt noch ein Monitor, den ich einsammeln kann. Noch Film, noch Ringe. Oh, die Musik, Alter. Oh, was ein schöner Track, ne? Was man darin komponiert hat, ey. Muah. Ey, also. Da merke ich echt, Sonic Mania ist bis jetzt mein liebstes Spiel. Oh, yo, bin ich aber so übelst fast, Junge. Bin der fasteste Typ, Alter, auf der ganzen Welt. So schnell wie meine Oma. Ey, Schwarz. Ne, warte, wie hieß das immer? Da ist sogar meine Oma noch schneller, ne? Ja. Aber niemand ist so schnell wie Super Sonic. Rennt um die ganze Welt und rettet die armen Flickies vor Dr. Eggman. Keiner kann ihn aufhalten, er ist so schnell. Er kann rennen wie ein unendliches Monstrum. Und jetzt sehen wir, wie schnell er sogar ist und einen Amy-Roboter sogar vernichtet. Oh mein Gott, oh mein Gott. Was ist das hier, eine Flippermaschine? Erinnert mich ein bisschen an den Automaten, an diese Automaten. Kennt ihr noch diese Automaten von früher, wo du immer so kleine Spielzeug drin hattest? Die gibt's zwar heute auch noch, aber... Oh, also so schnell war ich noch nie. So. Oh, so schnell, so schnell, so schnell, so schnell. Und der Eggman rennt einfach weg. Oh nein. Naja. Dann sehen wir uns
wohl in der nächsten Folge. Würde ich mal meinen. Und ich sage nochmal, abonnieren, Glocke aktivieren und Like da lassen, um nichts zu verpassen. Hey, was ist denn jetzt los? Oh Gott. Was ist das denn? Ein Roboter. Ist nicht das, was wir in Stardust Speedway schon gesehen haben?